Hey Leute, willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie ihr ganz ohne Jailbreak Standard-Apps wie zum Beispiel Photobooth, Notizen oder auch Fotos von eurem Gerät verschwinden lassen könnt. Der Jailbreak ist noch nicht draußen, der kommt erst in 9 Minuten. Um 18 Uhr wird er released. Wenn ihr das wissen wollt, schaut unser letztes bzw. vorletztes Video, weil es kann sein, dass dieses Video erst nach dem Jailbreak-Tutorial online geht. Wir können nochmal ganz kurz suchen nach Cydia. Und ihr seht, hier gibt es kein Cydia auf diesem Gerät. Das bedeutet, es ist nicht gejailbreakt. Und wie könnt ihr die Apps verschwinden lassen? Das ist wirklich super einfach. Und es ist vor allem legal, das ist das Geile. Ich nutze zum Beispiel Photobooth hier gar nicht. Wir können mal eben kurz reingehen. Und gehen wir hier. Jetzt seht ihr mich hier. Was geht, Leute? Die nutze ich gar nicht, die App. Und deshalb gehen wir mal in Safari rein hier. Gehen dann hier auf cydiahacks.com. Nur kurz ins Home-Menü hier. Und dann gibt es hier einen Haufen von Sachen, die wir ohne Jailbreak aktivieren können. Wir können zum Beispiel Apps in den Newsstand packen. Wir können Siri auf unser Gerät bringen. Oder wir können hier auch Hide Apps No Jailbreak machen. Da gehen wir mal rein. Und scrollen ein bisschen runter. Finden wir hier die ganzen Apps. Zum Beispiel Hide iOS Updater. Ich hatte ihn nie, keine Ahnung, wozu der gut war. Den können wir auf jeden Fall hier mit halten. Zum Beispiel können wir den Newsstand damit wegmachen. Oder wir können, wenn wir runterscrollen, gibt es hier iPad Only. Dann haben wir hier Hide Photo Booth. Da gehen wir drauf. Dann gibt es hier eine Pop-Up-Meldung, dass wir wirklich Photo Booth Hide installieren möchten. Wir gehen hier auf Installieren. So, jetzt wird das hier installiert. Wir sehen hier Photo Booth Hide. Jetzt gibt es eine Warnung, dass es nicht funktioniert, dass es nicht installiert werden kann. Wir haben hier einmal die Option Fertig oder Wiederholen. Wir gehen nicht auf Wiederholen, ja, nicht auf Wiederholen gehen. Wir gehen auf Fertig. Und ja, jetzt sehen wir hier so eine halb vollständige App. Wir halten einfach länger drauf. Na, bis in den Wackelmodus kommen. Und wir können hier dann Photobooth ganz einfach löschen. Photobooth ist weg. Wenn wir jetzt mal hier suchen nach Photobooth, dann finden wir hier nichts von Photobooth. Ja, das ist die kleine, aber feine Art, wie wir Apps hiden können. Standard-Apps, die wir jetzt nicht brauchen. Und wie gesagt, das ist alles gratis, alles legal und erfordert keinen Jailbreak. Hat euch das Video weitergeholfen, dann gebt einen Daumen nach oben, favorisiert es, teilt es bei euren Freunden, teilt es auf Facebook, teilt es auf Twitter, abonniert den Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Was haltet ihr davon? Gebt eure Meinung in den Kommentaren, lasst sie da wieder. Schreibt sie da rein, keine Ahnung, ich habe mich verplappert. Und deshalb sage ich jetzt ciao, der Link steht in der Videobeschreibung zur Seite. Das war's, ciao, haut rein.